Berechne die Anzahl Gasmoleküle, die sich bei normalem Luftdruck und bei der Temperatur von 20 Grad Celsius in einem Zimmer von 6 Meter mal 4 Meter mal 3 Meter befinden. Das Zimmer ist quaderförmig mit diesen Maßen und um die Aufgabe zu lösen, haben wir die ideale Gasgleichung zur Verfügung. Was wir suchen, ist die Anzahl Gasmoleküle, die wir mit Groß N bezeichnen. Angegeben ist der Druck. Es ist der normale Luftdruck, das heißt 1,013 mal 10 hoch 5 Pascal. Angegeben ist auch die Temperatur klein t, 20 Grad Celsius. Und daraus schließen wir, dass Groß T 293 Kelvin beträgt. Wir wissen auch, dass das Volumen von dem Zimmer berechnet wird durch 6 Meter mal 4 Meter mal 3 Meter. Das Volumen beträgt also 72 Kubikmeter. Aus der idealen Gasgleichung PV gleich nRT schließen wir, dass die Anzahl vorhandener Mole gleich ist zu P mal V geteilt durch R mal T. P ist bekannt, V ist bekannt, T ist bekannt und Groß R ist die universelle Gaskonstante und die beträgt 8,314 Joule pro Mol Kelvin. Also können wir jetzt diese vier Größen durch ihre Werte ersetzen und haben so herausgefunden, dass in dem Zimmer 2994 Gasmole vorhanden sind. Wir wissen, dass sich in jedem Mol 6,02 mal 10 hoch 23 Moleküle befinden. Das ist die Zahl des Avogadro. Also die Anzahl Moleküle entspricht der Anzahl Mole mal dieser Zahl des Avogadro. Die Anzahl Moleküle finden wir also durch dieses Produkt und das ergibt 1,8 mal 10 hoch 27. In diesem Zimmer sind also 1,8 mal 10 hoch 27 Moleküle vorhanden.